Willkommen zur 12. Folge von Alles über Polen, dem Podcast zur polnischen Politik, Kultur und Geschichte. Heute ist unser Thema geteilte Sicherheit, Sicherheitspolitik in den deutsch-polnischen Beziehungen. Und in diesem Zusammenhang werden wir natürlich auch über die Regierungskonsultationen sprechen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 4. Juli. Am Morgen dieses Tages. Vorab die Information, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Und wenn Sie uns auch in Zukunft weiter diskutieren hören möchten, können Sie diesen Podcast gerne abonnieren. Mein Name ist Bastian Senthardt. Ich bin Politikwissenschaftler am Deutschen Polinstitut im Büro Berlin und ich diskutiere heute mit Peter-Oliver Löw aus dem regnerischen Darmstadt. Und wir haben heute auch einen wunderbaren Gast, nämlich Justyna Gotkowska. Hallo Justyna. Hallo. Justyna Gotkowska ist stellvertretende Direktorin des Zentrums für Oststudien in Warschau, besser bekannt vor allem in Polen unter dem Akronym OSWU. Der OSWU ist einer der wichtigsten außenpolitischen Thinktanks in Polen und wir sind sehr froh, dass wir Justyna heute bei uns haben, denn sie ist eine ausgewiesene Expertin in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und kennt sich in diesem Bereich unter anderem in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und natürlich der polnischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgezeichnet aus. Das heißt, wir sind sehr froh, dass wir dich heute bei uns haben und freuen uns auf die Gespräche mit dir. Vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast, Justyna. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Zunächst mal, wie immer, ein kurzer Überblick über die Inhalte der aktuellen Folge. Worüber werden wir heute sprechen? Wir haben wie immer zu Beginn unseren Punkt Aktuelles. Es gibt Neues vom Deutsch-Polnischen Haus. Wir werden uns verstärkt auch mit den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen und dem beschlossenen Aktionsplan befassen. Und wir werden kurz einen Blick auf das Arbeitspapier der Copernicus-Gruppe werfen. Unser Hauptthema heute ist aber geteilte Sicherheit zwischen Deutschland und Polen. Also es wird vor allem um Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen. Und am Ende gibt es wie immer unsere polnischen Fundstücke. Dann würde ich mal sagen, wir halten uns gar nicht lange auf, sondern gehen direkt in die Inhalte rein. Peter, du bist ja vom Deutschen Polen-Institut einer der Hauptverantwortlichen, wenn es um Verbindungen zu dem Projekt des Deutsch-Polnischen Hauses geht. Und es gibt Neuigkeiten zu berichten. Ja, es gibt Neuigkeiten. Das Deutsche Polen-Institut und die Stiftung Denkmal für den modernen Juden Europas mitsamt der dort befindlichen Stabsstelle Deutsch-Polnisches Haus sind glücklich, dass das Konzept für das Deutsch-Polnische Haus, an dem wir in den vergangenen 12, 15 Monaten sehr intensiv gearbeitet haben, nunmehr vom Bundeskabinett beschlossen worden ist und dem Bundestag zugeleitet worden ist. Das ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung dieses Projekts. Nun müssen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dafür sorgen, dass die Dinge aufs Gleis gesetzt werden, und zwar nicht nur auf ein inhaltliches Gleis, im Grunde sind wir da schon, sondern auch auf ein finanzielles Gleis. Und da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch die eine oder andere Hürde zu nehmen haben, denn bekanntlicherweise steht es um die Haushaltslage in Deutschland nicht ganz zum Besten. Wir sind aber zuversichtlich, mit all der politischen Unterstützung, die wir haben, auch hier Erfolg zu haben und am Ende dieses Jahres schon einen Bundestagsbeschluss möglicherweise haben zu können. Es war ja auch Thema bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen, das Deutsch-Polnische Haus, und das ist dann vielleicht schon die gute Überleitung, lieber Bastian, zu dem nächsten aktuellen Punkt. Genau. Diese Woche war, glaube ich, das Highlight für alle Leute, die sich mit Deutschland, Polen und den deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigen, die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Was heißt das? Laut dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag ist eigentlich vorgesehen, dass sich die beiden Regierungen jedes Jahr treffen, um sich auszutauschen und natürlich auch, um bilaterale Projekte zu besprechen. Und letztendlich vor allem seit 2004, seit der EU-Mitgliedschaft Polens, auch zu besprechen, was beide Länder in Europa tun können. Diese Regierungskonsultationen sollten, wie gesagt, jährlich stattfinden. Das haben sie aber seit 6 Jahren nicht. Das letzte Treffen vor dem diesjährigen fand im Jahr 2018 statt. Diesen Dienstag, am 2. Juli, war es also wieder soweit. Bundeskanzler Scholz ist mit einer
großen Delegation von Kabinettsmitgliedern zu den Amtskolleginnen und Kollegen nach Warschau gereist, um verschiedene Felder der deutsch-polnischen Kooperation zu besprechen. Vorab war dieses Treffen viel diskutiert worden, in diplomatischen Kreisen, natürlich in der Presse und auch in Expertenkreisen. Es galt schon so als Wegmarke, vielleicht sogar als Meilenstein auf dem Weg zu einer Verbesserung, Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen, die in den 8 Jahren unter der PiS-Regierung sehr gelitten haben. Möchte ich gleich anfügen, darauf kommen wir später auch noch mal kurz zu sprechen, dass das nicht heißt, dass es eine alleinige Verantwortung für die Verschlechterung der Beziehungen seitens der PiS-Regierung gab. Aber in diesem Zeitraum fiel eben die Verschlechterung der Beziehungen. Das sollte jetzt also die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen am vergangenen Dienstag sollten eben auch Auftakt und Wegmarke sein auf einem Weg des Neubeginns nach jahrelangem Stillstand. Und vielleicht noch eine Sache: Regierungskonsultationen werden in der Regel mit Staaten abgehalten, die man als besonders wichtige Partner sieht. Also das heißt, das ist auch, denke ich, nochmal zumindest ein symbolisches Zeichen dafür, dass Deutschland und Polen sich als sehr wichtige Partner sehen. Bei diesen Regierungskonsultationen, die relativ knapp gehalten wurden, die deutsche Seite hat auch, glaube ich, nochmal das Treffen um 1,5 Stunden gekürzt, weil man schnell wieder in Berlin sein wollte wegen der Haushaltsverhandlungen. Aber es wurde ein 40-seitiger Aktionsplan vereinbart, der Bereiche der Zusammenarbeit für die kommenden Jahre skizziert. Der Aktionsplan ist auch auf Deutsch und Polnisch öffentlich einsehbar. Wir werden den gerne in unseren Shownotes dann verlinken. Und ich werde nur mal einmal kurz skizzieren, was denn die wichtigsten Punkte dieses Aktionsplans waren. Und dann können wir uns ja einmal kurz darüber unterhalten, was wir davon halten, was davon wichtig ist, ob sich's vor allem um eine Zusammenstellung von bereits bestehendem handelt, ob da Konkretes mit dabei ist, ob es zu viel, zu wenig oder genau richtig war. Aber erstmal kurz ein Überblick, worüber wurde da überhaupt gesprochen. Also ein zentraler Punkt war natürlich die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Dort wollen Deutschland und Polen weiterhin als Unterstützer der Ukraine fest zusammenarbeiten. Eine wichtige Rolle spielte auch das Thema Geschichte und Geschichtspolitik. Also natürlich vor allem die Erinnerung und die Bearbeitung der Konsequenzen des deutschen Überfalls und der Besatzungspolitik Deutschlands gegenüber Polen im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Es ging auch ein bisschen um die Erweiterung und Zukunft der Europäischen Union. Wirtschaftsbeziehungen haben eine gewisse Rolle gespielt, aber ich denke, das zentrale Thema war, das sehr viel Raum eingenommen hat in diesem Aktionsplan, war das Thema Sicherheit und Verteidigung. Und da würde ich auch gerne vielleicht gleich an der Stelle mal dich, Justina, ins Boot holen. Du hast es ja bestimmt auch verfolgt. Was war denn dein Eindruck? Ist da im Bereich Sicherheit und Verteidigung, da wurden ja viele Details genannt. Vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, worum es sich dabei handelt und uns sagen, war da was Neues dabei? Gab es da Fortschritt? Gibt es da irgendwie einen positiven Ausblick auf die Zukunft oder wurde da eher Bestehendes noch mal festgehalten und es war eine reine Bestandsaufnahme? Als ich das Agenda gelesen habe, da war viel Gemeinsames drin in Bezug auf Sicherheitspolitik. Also viele Festlegungen oder Statements darüber, dass die NATO eine besondere Rolle für die Sicherheit Europas spielt, dass die EU eine unterstützende Rolle da spielt, dass wir im Rahmen von diesen Formaten deutsch-polnisch weiter zusammenarbeiten wollen, dass die politisches Milieu sich wesentlich verändert haben. Und es wurden einzelne Projekte skizziert, wo Polen und Deutschland mehr in die militärische Zusammenarbeit einsteigen können. Das sind sehr einzelne kleine Pro oder einzelne Einzelprojekte, sehr militärisch-technisch geprägt. Und eher die bestehen oder die sind
Die fassen zusammen, was in, sowohl in der NATO als auch in der EU und auch bilateral schon voranschreitet. Und darauf will man weiter die Zusammenarbeit basieren. Also es gibt nichts Bahnbrechendes in dieser Agenda. Es gibt nichts wesentlich Neues. Das sind wichtige kleinere Projekte, die da genannt werden, aber halt nichts, das man als Flaggschiff-Projekt nennen könnte. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die Sicherheitspolitik so viel Raum in diesem Papier nimmt, dass man die Gemeinsamkeiten skizziert hat und dass man einzelne Projekte gelistet hat. Nur dieses Agenda, dieses Programm wurde überschattet von dem, was nicht zustande kam. Und von dem, was im Rahmen der Pressekonferenz besprochen wurde. Das hat einen, glaube ich, nicht so guten Einfluss auf die polnische Presse und auf die polnische Öffentlichkeit gehabt. Es geht nämlich um die zwei wichtigen Projekte, die Ministerpräsident Tusk vor den Regierungskonsultationen und vor dem Europäischen Rat in die Öffentlichkeit gebracht hat und die er vorantreiben wollte. Es geht nämlich um europäische Unterstützung oder finanzielle Unterstützung seitens der EU für das Projekt im Rahmen der Luftverteidigung. Man wollte mehr Geld oder Geld Fonds von der seitens der Europäischen Union für den Kauf der Luftverteidigungssysteme in Polen, aber auch insgesamt an der Ostflanke nutzen. Dazu wollte man auch europäische Fonds für das Projekt der Bau der Stützpunkte oder der Sicherung der Grenze belarussisch und polnisch-russisch mit Kaliningrad und mit Belarus sichern. Und das hat nicht geklappt im Rahmen der EU, also auf dem Treffen des Europäischen Rates. Und das hat nicht geklappt im Rahmen der deutsch-polnischen Konsultationen. Es gab und das wurde als ziemlich enttäuschend seitens der politischen Klasse, glaube ich, in Polen und der Öffentlichkeit in Polen wahrgenommen. Also diese zwei Projekte, die keine Unterstützung, deutsche Unterstützung bekommen haben im Rahmen der EU und auch bilateral, damit Polen europäische Fonds dafür nutzen könnte, die haben diese Konsultationen und dieses Agenda, diese kleinere Projekte, ziemlich überschattet, würde ich sagen. Ja, vielleicht kann ich mich hier einhaken und auch nochmal meinen Eindruck schildern. Irgendwie fehlte am Ende der Regierungskonsultation so die große Message für die deutsch-polnischen Beziehungen. Wenn es eine Message gab, dann vielleicht die, dass beide Regierungen, beide Länder gewillt sind, pragmatisch miteinander zusammenzuarbeiten und der Aktionsplan mit all seinen Spiegelstrichen und Einzelpunkten und Wünschen und Vorschlägen erweckt auch den Eindruck, als ob es hier viele Ansätze gibt, zumindest gemeinsam miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber so ein richtiger Quantensprung in den deutsch-polnischen Beziehungen war es nicht. Eher, ja, man hatte den Eindruck, oder der Eindruck sollte vermittelt werden, dass es eine atmosphärische, deutliche Verbesserung der Beziehungen gibt und einfach den Willen, miteinander zu sprechen. Bei der Pressekonferenz war es ganz deutlich, dass Donald Tusk versucht hat, die Beziehungen vom Gebiet der Geschichte ein wenig abzulösen und in die Zukunft zu drehen. Eben, er hat den Begriff Sicherheit durch alle möglichen Fälle durchdekliniert und immer wieder klar gemacht, dass die Sicherheit Polens und die Hilfe für die Ukraine wichtig sind, auch für die deutsch-polnische Zusammenarbeit und für die Zukunft Europas. Der Kanzler
Olaf Scholz hat das natürlich unterstützt, ihm aber nicht wirklich viel Rückenwind dabei gegeben. Und man hat gemerkt, wie sehr er eingebunden ist in die Sparzwänge der Bundesregierung angesichts der schwierigen Finanzlage in Deutschland und auch irgendwie ein wenig gehemmt wirkte angesichts der vielen innenpolitischen Probleme in Deutschland und der bevorstehenden Landtagswahlen. Er wollte sich dann offensichtlich nicht zu sehr aus dem Fenster hängen. Und auch bei den Projekten, bei denen man im Vorfeld gedacht hatte, hier könnte zumindest könnten vielleicht Summen genannt werden, wurden keine Summen genannt. Das betrifft sowohl das Deutsch-Polnische Haus, das als Projekt zwar auch im Aktionsplan vorgesehen ist, in dem Deutsch-Polnischen Aktionsplan und von Scholz auch nochmal erwähnt wurde bei der Pressekonferenz. Aber hier stehen ebenso wenig Summen in dem Papier wie bei dem Projekt einer humanitären Hilfe für überlebende Kriegsopfer in Polen. Da soll ein Fonds geschaffen werden und sollen noch einmal Leistungen erfolgen, aber in welcher Höhe, auch das blieb unklar. Und so pflichte ich dir bei, Justina, dass am Ende der Eindrucks nach den Regierungskonsultationen ja so generell positiv war, aber irgendwie ein bisschen halb gar geblieben ist. Man weiß nicht so recht, welche Impulse jetzt diejenigen sind, die uns in unseren bilateralen Beziehungen wirklich schnell und konsequent voranbringen. Also von meiner Perspektive, das war eine Gelegenheit, die deutsch-polnische Beziehungen wesentlich zu verbessern, die nicht genutzt wurde. Und ich finde es schade, weil die Erwartungen auf der polnischen Seite waren ziemlich hoch, ne? Also die waren groß. Polen wollte und diese Regierung hat den Plan, die Ambition, die Beziehungen mit Deutschland zu verbessern, aber stieß auf einen Partner, das aus innenpolitischen Gründen oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen so eine Hand nicht ausstrecken will. Und das war der allgemeine Eindruck, glaube ich, nach diesen deutsch-polnischen Konsultationen. Und dass sowohl es gab kein Angebot in Sachen Sicherheitspolitik seitens der deutschen Regierung, noch in der Geschichtspolitik. Und man hat gewartet so auf ein Flagship-Projekt, auf eine Geste, dass all die Diskussionen, die in den letzten Jahren wir in den deutsch-polnischen Beziehungen hatten zwischen der PiS-Regierung und der deutschen Regierung, dass man das irgendwie endet mit so einem Projekt, das zeigt, dass Deutschland bereit ist, diese Diskussion, diese Debatte zu schließen mit einem Projekt, das zeigt, dass Deutschland sich bewusst zeigt, der Verantwortung für die schwierige Geschichte und dass man bereit ist, auch bestimmte Fonds dafür dieses Projekt mitzufinanzieren, sei es Deutsch-Polnisches Haus oder die Kompensation für die polnische Überlebenden der Konzentrationslager oder anderen deutschen Repressalien. Und insgesamt fand ich das ein wenig enttäuschend, muss ich sagen. Warst du, glaube ich, nicht die Einzige. Also das ist auch, wir können ja ein bisschen so in die Richtung jetzt auch gehen, wie das Ganze in der deutschen und in der polnischen Presse rezipiert worden ist. Also ich kann euch beiden auf jeden Fall beipflichten. Ich glaube, alle Beobachter hatten sich da ein bisschen mehr erwartet. Und das waren auch, glaube ich, Erwartungen, die dort im Vorfeld auch geweckt worden sind, sowohl von Entscheidungsträgern, Experten, auch in der Presse, gerade was eben die Punkte angeht. Also eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass dieser Punkt Entschädigung oder Förderung der noch Überlebenden der Besatzungsherrschaft Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs, dass das eigentlich eine sichere Sache ist. So waren eigentlich die meisten Verlautbarungen zu verstehen. Ich denke, wenn man jetzt im Nachhinein darauf hört, was gesagt wurde, das wird kommen, aber die Frage ist eben genau, wann und wie das Ganze unterfüttert werden wird. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ist, dass
wenn wir darüber sprechen, dass die Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz innenpolitisch sehr stark gebunden ist und natürlich auf die Koalitionspartner, auf seine eigene Partei Rücksicht nehmen muss. Da dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass auch Premierminister Donald Tusk in Polen natürlich innenpolitisch bestimmte Erwartungen zu erfüllen hat. Und da wäre es natürlich entgegengekommen, wenn er ein bisschen was vorzuweisen gehabt hätte nach diesem Treffen. Also das hat immer zwei Seiten, glaube ich, wie man innenpolitisch gebunden ist und zu verorten ist. Und das war auch so ein bisschen der Tenor in der deutschen Presse. Also vor allem in der Zeit gab es von Alice Botha einen Kommentar dazu, dass man das in Deutschland wohl nicht ganz verstanden hätte, unter welchem innenpolitischen Druck gerade die Tusk-Regierung in Bezug auf die deutsche polnischen Beziehungen steht. Und aber auch in anderen Kommentaren war das eigentlich sehr deutlich zu spüren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das, glaube ich, sehr treffend übertitelt: Wir planen, wir beabsichtigen, wir wollen. Also viel Ankündigungen, aber wenig Konkretes dabei. Justyna, wie war denn dein Eindruck? Wie ist das Ganze denn in der polnischen Presse wahrgenommen worden? Ich glaube, du hast recht. Also das gleiche, also diese Regierungskonsultationen wurden, glaube ich, ganz ähnlich eingeschätzt in der deutschen Presse. Und du hast auch recht, dass innenpolitisch, also diese hohen Erwartungen, die nicht erfüllt waren nach den Konsultationen, auch ein innenpolitisches Problem für diese Regierung darstellen. Denn man hat sich als Partner gezeigt, das offen für die Zusammenarbeit ist, dass die Probleme in der Geschichtspolitik, in der Sicherheitspolitik lösen kann, dass man Deutschland für mehr Engagement an der Ostflanke, mehr Engagement für die Zusammenarbeit mit Polen irgendwie locken kann und engagieren kann. Und das kam nicht zustande. Und deswegen auch innenpolitisch ist es eine Frage, das ausgenutzt werden kann in der Zukunft. Also auch in der polnischen Presse im Allgemeinen gab es, glaube ich, auch dieses Gefühl der Enttäuschung, das ich am Beginn gesprochen habe. Ja, was ich noch gerne sagen würde, ist, die Presse neigt ja gerne zu Zuspitzungen und Übertreibungen. Vielleicht ist es auch hier so ein bisschen so. Die Erwartungen waren relativ hoch gesteckt. Man hätte sich vielleicht gar nicht so viel erwarten dürfen, wenn man die Entscheidungsmechanismen in Deutschland und in Polen so kennt. Die Bundesregierung kann ja nicht einfach so große Summen versprechen, bevor nicht der Bundestag sein Okay gegeben hat. Der Kanzler hat keinen Riesenfonds, über den er frei verfügen könnte, um da mal 100 Millionen und da mal 200 Millionen zu versprechen, sondern das muss alles in mühsamen Verhandlungen durch den Bundestag, und die Haushaltsverhandlungen sind jetzt im Herbst. Vielleicht stand das schon so ein bisschen im Weg für eine konkretere deutsch-polnische Agenda, die auch irgendwie Handfestes bietet. Interessant fand ich auch den Punkt, den Donald Tusk gemacht hat. Er hat so nicht so ganz deutlich, aber doch schon irgendwie gesagt, also Reparationsforderungen gibt es nicht mehr. Die sind quasi beiseite gelegt worden, auch von der polnischen Regierung. Allerdings müsste Deutschland aufgrund seiner historischen Verantwortung und der Geschichte des Zweiten Weltkriegs dafür, anstatt jetzt Reparationszahlungen zu zahlen, in die europäische Sicherheit investieren und in die Sicherheit Polens investieren. Also quasi eine Umleitung des Geldes von Reparationszahlungen in Investitionen in die Sicherheit. Und das ist eigentlich ein ziemlich geschickter Dreh, den er da gewählt hat. Und das bietet Möglichkeiten auch für die Zukunft, um weiter zu diskutieren und um vielleicht eine deutsch-polnische und eine europäische Antwort auf die Sicherheitsherausforderungen der nächsten Jahre zu finden. Und auch um die deutsche Öffentlichkeit zu überzeugen und auch das deutsche Parlament zu überzeugen. Denn das sind natürlich auch wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Ja, das stimmt. Nur, glaube ich, während dieser Pressekonferenz kam
auch seine Enttäuschung zu spüren. Und er hat darüber gesagt, dass man hier in Polen erwartet nicht, dass die Deutschen die polnischen Panzer finanzieren oder andere Systeme. Und dass Polen über 4% vom Bruttoinlandsprodukt in eigene Sicherheit investiert und dass wir alleine das schaffen können. Und das fand ich irgendwie, für mich klang das als eine Enttäuschung von den Gesprächen mit der deutschen Regierung über diese finanzielle Seite von Investitionen in gemeinsame Sicherheit, dass man in Deutschland aus den Gründen, von denen du gesprochen hast, also schwierige Haushaltslage, Haushaltsdebatte, dann zu diesem Zeitpunkt nicht bereit ist, darüber ernsthaft zu reden und irgendwelche Vorschläge auf den Tisch zu stellen. Nur insgesamt findet man, glaube ich, das ist mein Eindruck von den Kommentaren, die wir in Polen haben, dass wenn es Deutschland daran lag, Beziehungen mit Polen wesentlich zu verbessern, mit dieser Regierung, dann hätte man viel mehr tun können, um das zu machen. Und dass das Narrative wäre anders, dass diese Prozesse würde viel schneller laufen mit dem deutschen Haus, also das zieht sich in die Länge, dass man irgendwelche Versprechungen auch in diesem sicherheitspolitischen Bereich geben könnte, das nicht gegeben waren, dass man dieses Fonds, diese Diskussion über das Fonds für Überlebende der nationalen NZ-Besatzung zustande kam. Es gab keine wesentlichen Ergebnisse aus diesen Konsultationen. Und da fragt man sich in Polen, inwieweit es den Deutschen, dieser deutschen Regierung daran liegt, die Beziehungen mit Polen wesentlich zu verbessern. Und man fragt sich, ob man nur auf Polen wartet, dass Polen was bietet, was irgendwie die Beziehungen mit Deutschland verbessern kann, aber aus der deutschen Seite nicht viel machen muss. Und das ist innenpolitisch auch schwierig zu erklären und dann zu vorzustellen als Ergebnisse aus deutsch-polnischen Konsultationen und als Ergebnisse aus diesem Versuch, die Beziehungen mit Deutschland zu verbessern. Also ich glaube, in Berlin muss man auch darauf Hinsicht nehmen, dass man auch etwas Positives, etwas innenpolitisch hier in Polen darstellen muss als Erklärung dafür, dass man bessere Zusammenarbeit mit Deutschland will. Ja, ich denke, da hast du recht, Justina. Ich glaube, das war auch, ich glaube, in der deutschen Außenpolitik ist das durchaus angekommen. So deute ich jetzt zumindest die ganzen Gespräche, die in den letzten Wochen und Monaten im Vorfeld dieser Regierungskonsultation geführt worden sind. Da hatten vor allem die Außenpolitiker sehr zuversichtlich. Aber ich würde auch sagen, mein Eindruck ist, dass hier vor allem natürlich die Unsicherheit der deutschen Finanzen wahrscheinlich ausschlaggebend war, denn also dafür ausschlaggebend war, dass das Ganze nicht konkret unterfüttert worden ist. Denn was ja während der Pressekonferenz auch passiert ist, ist ja, dass letztendlich neue Ankündigungen gekommen sind, die neue Erwartungen wecken. Also Polens Sicherheit ist unsere Sicherheit, hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Da muss man natürlich dann auch immer fragen, was heißt das denn konkret? Was bedeutet das für Deutschland, für die deutsche Sicherheitspolitik, für deutsche verteidigungspolitische Ausgaben? Oder dass Deutschland und Polen an der NATO-Ostflanke und im Ostseeraum Führung gemeinsam übernehmen wollen und sollen. Das muss natürlich in der Zukunft auch unterfüttert werden. Und das ist wahrscheinlich umso wichtiger, dass sich Expertenkreise, Politiker in den nächsten Wochen, Monaten und natürlich auch Jahren das genau angucken und natürlich die Regierungen und in dem Fall vor allem die Bundesregierung an den Ankündigungen und Versprechen auch messen werden. Wir werden, glaube ich, auf alle Punkte jetzt dann gleich nochmal im Bereich Sicherheitspolitik in dem Hauptteil zurückkommen.
Vorher wollten wir noch einmal ganz kurz auf das Arbeitspapier der Copernicus-Gruppe zu sprechen kommen, das sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Für alle, die keine Ahnung haben, was die Copernicus-Gruppe ist, wer das ist, was die machen, warum die Arbeitspapiere rausgeben, Peter, vielleicht kannst du mal für ein bisschen Aufklärung sorgen. Ja, ganz kurz in 3 Sätzen oder in 5. Also die Kopernikus-Gruppe, die gibt es seit einem Vierteljahrhundert, wurde gegründet, um ein Gesprächsforum von deutschen und polnischen Expertinnen und Experten zu schaffen, aus unterschiedlichen Gebieten, Journalisten, Politik, affine Menschen, Wissenschaftler, Historiker, das sind verschiedene Menschen drin. Und Sinn ist es, auf Deutsch und auf Polnisch gemischt, je nachdem, wie einem der Schnabel gewachsen ist, aktuelle Probleme in den deutsch-polnischen Beziehungen zu diskutieren und Vorschläge zu machen. Vorschläge, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen, nun, ein bisschen gegen den Strich gebürstet sind oder die vielleicht auch ein bisschen überraschend was Neues bringen. Wir sehen uns als Copernicus-Gruppe auch als ein Schrittmacher für die deutsch-polnischen Beziehungen. Wir wollen immer wieder anregen, wir wollen Mut machen, wir wollen dazu aufrufen, sich mehr einzusetzen für diese schwierige, aber dennoch so wichtige Nachbarschaft in Europa. Und wir wollen vor allem auch ein Kreis derjenigen sein, die diese Beziehungen positiv entwickeln wollen und uns denjenigen entgegenstellen, die entweder kein Interesse an den Beziehungen haben oder die versuchen, diese Beziehungen zu entflechten, zu destabilisieren oder sie politisch zu instrumentalisieren. Genau, und diesmal hatten wir, also kurzer Disclaimer, Peter und ich sind mit vielen anderen Mitgliedern der Copernicus-Gruppe, die sich zweimal im Jahr trifft. Und wir hatten bei unserem letzten Treffen in Warschau im Ergebnis ein Papier zum Thema Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik aus deutsch-polnischer Perspektive entwickelt. Und wir werden natürlich dieses Papier auch in den Shownotes zu der aktuellen Folge verlinken. Jetzt ist, glaube ich, der gute Zeitpunkt, dass wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema überschwenken. Wir haben es jetzt vielfach angeschnitten, andiskutiert. Deutsche und polnische Sicherheitspolitik, worum geht es da eigentlich? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der 24. Februar 2022 zu einer veränderten sicherheits- und verteidigungspolitischen Lage in Europa beigetragen hat mit dem russischen Angriff oder der russischen Vollinvasion der Ukraine, muss man sagen. Vielleicht können wir zunächst mal ein bisschen darüber sprechen, welche Rolle denn dieses Datum für Deutschland und Polen gespielt hat. Ich glaube, Justyna, wenn du mal beginnst, ich glaube, wichtig ist gerade für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zu betonen, dass dieser russische Krieg gegen die Ukraine nicht 2022 angefangen hat, sondern 2014, also mit der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland und auch mit dem hybriden Krieg im ukrainischen Donbass, was in Deutschland ja lange Zeit anders wahrgenommen worden ist. Aber wie würdest du generell denn deutschland-polnische Sicherheitspolitik vor und nach dem 24. Februar 2022 beschreiben? Also du hast recht, dieser Krieg hat nicht mehr Februar 2022 begonnen, es hat 2014 begonnen. Nur was von der polnischen Seite wichtig war, ich glaube auch Polen war darauf nicht vorbereitet, dass Russland so früh und in diesem Ausmaß einen vollskaligen Krieg in Europa anfangen will und dazu imstande ist. Und deswegen für Polen war das auch eine ziemlich große Überraschung, dass das so kam. Natürlich war Polen nicht nur seit 2014, sondern schon seit 2008, also russisch-georgischer Krieg. Man hat sehr früh den Wecker gehört, ne, und dann von den Crisis Management Operationen in die kollektive Verteidigung sich darauf konzentriert, auf territoriale Verteidigung, und dann im Rahmen der NATO hat man sehr früh für mehr
Aufmerksamkeit für die kollektive Verteidigung hat sich dafür gesprochen. Man hat in den letzten Jahren, also vor Februar 2022, auch die Modernisierung, auch die Reform der polnischen Streitkräfte in diese Richtung gestrebt. Man hat die Investitionen in die polnische Streitkräfte wesentlich erhöht. Polen hat 2% von BIP schon, glaube ich, 2015, 2016 erreicht. Und auf diesem Niveau sind wir bis 2021 geblieben. Und dann rasant wurden die Verteidigungsausgaben erhöht. Und das hat gezeigt, dass der Krieg, den Russland in der Ukraine jetzt vorantreibt, als sehr ernsthaft in Polen genommen wird, und von dem Ergebnis dieses Krieges, also das ist die allgemeine Meinung, die polnische Sicherheit abhängig ist. Worauf man in Polen hindeutet, sind die russische Ziele, die Russland sehr klar im Dezember 2021 der NATO und den USA vorgestellt hat. Die haben die russischen Ambitionen in Hinsicht auf die europäische Sicherheit skizziert. Und das waren drei Ziele im Allgemeinen, und dessen Erfüllung extrem gefährlich für die polnische Souveränität sind. Erstens das Ziel der Unterordnung von postsowjetischen Staaten mit der Ukraine, was mit diesem Krieg Russland versucht zu erreichen. Zweitens die Schaffung einer Pufferzone in Ostmitteleuropa, also da und auch in teils in Nordeuropa, ohne wesentliche NATO und amerikanische Streitkräfte, und halt mit einer eingeschränkten Souveränität. Und drittens Rückzug von amerikanischen konventionellen und nuklearen Waffen aus Europa. Und das Ziel von Russlands ist so eine Art von Konzert der Großmächte zu schaffen in Europa, wo die kleinere und mittlere Staaten wenig zu sagen haben, und wo die Souveränität von diesen Staaten eingeschränkt wird, politisch, ökonomisch, militärisch, wo Polen Situation zurückkommt von einer Einflusszone, dass man sich in einer Einflusszone Russlands befinden könnte. Und das fürchtet man in Polen, dass wenn dieser Krieg in der Ukraine mit Russland-Sieg endet, dass Russland weiter versuchen wird, seine Ziele zu erfüllen. Und halt auch, man schließt nicht aus, dass Russland bereit wäre, NATO anzugreifen und dann Gespräche, Negotiationen zu starten, Verhandlungen zu starten, um den Sicherheitsniveau von der Ostflanke-Staaten. Man fürchtet, dass man sich in der Situation finden könnte, wo westliche Staaten, europäische Staaten vor allem, russischen Ansprüchen nachgeben können. Und deswegen aus polnischer Perspektive ist es so, so wichtig, Russland schon jetzt einzuhegen, also diesen Krieg mit der ukrainischen Sieg zu enden, damit Russland keine Möglichkeit sieht für weitere Aggression gegen NATO. Also das ist die Position, die mehrere polnische Parteien oder die fast alle polnische Parteien teilen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die sicherheitspolitische Lage von der ganzen deutschen Bundesregierung geteilt wird. Ja, danke, Justina. Du hast jetzt da, glaube ich, einen ganz weiten Bogen gespannt und ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Du hast die Aussagen Russlands, die
Sicherheit und verteidigungspolitische Situation Europas betreffen, benannt. Ich glaube, da sieht man schon mal, wie unterschiedlich die Bedrohungswahrnehmungen in Deutschland und Polen sind. Also das, was du gesagt hast, wenn man die Worte des russischen Präsidenten Wladimir Putin ernst nimmt, hat das ja vollkommen unterschiedliche Konsequenzen für ein Land wie Polen und für ein Land wie Deutschland. Polen wäre in dieser Konzeption ein Land, das einen Teil seiner außen- und verteidigungspolitischen Souveränität einbüßt, während Deutschland ein Land ist, das prinzipiell vielleicht für das Konzert der Großmächte vorgesehen ist. Also da ist, glaube ich, schon mal ein bisschen was drin. Was aber natürlich aus deutscher Sicht noch mit dazukommt, ist, ich habe ja gesagt, wenn man das ernst nimmt, mein Eindruck ist, dass man das von deutscher Seite lange Zeit nicht so ernst genommen hat. Also man war sich zwar schon darüber im Klaren, dass dort im Kreml jemand sitzt, der zündelt, mit dem Feuer spielt, aber man ist doch eigentlich, wenn ich das jetzt mal zugespitzt formulieren darf, letztendlich davon ausgegangen, dass Russland so viele wirtschaftliche Verflechtungen mit Deutschland unter anderem hat, dass es doch niemals diese Zusammenarbeit aufs Spiel setzen würde, aufgrund von solchen, ich sage jetzt das aus deutscher Sicht, anachronistischen Dingen wie Geopolitik. Da zeigt sich wahrscheinlich auch ein bisschen, dass dieses geopolitische Denken, also dass es das Denken in politischen Kategorien wie Krieg und Frieden, dass das noch eine Rolle im 21. Jahrhundert spielt, in Deutschland doch relativ abwesend war nach 1989. Und vielleicht nur als letzter Punkt, Peter möchte da schon gleich dann intervenieren, vielleicht noch als letzter Punkt. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, wenn so die Bedrohungswahrnehmung in Deutschland und Polen um die Unterschiede geht. Es ist ja interessant, dass in Polen eigentlich jedes politische Thema zu einer großen Spaltung und einer Polarisierung in der Gesellschaft und zwischen den Parteien führt. Eine Ausnahme davon ist eigentlich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Politik gegenüber Russland, wo es eigentlich in dieser polarisierten Parteienlandschaft einen parteiübergreifenden Konsens gibt, der vielleicht nicht immer so offen ausgesprochen wird, aber der sich ganz klar beobachten lässt. Also die Verteidigungspolitik wird auch von der jetzigen Regierung, also die Verteidigungspolitik der Peace wird von der jetzigen Regierung fortgeführt. Es ist wahrscheinlich der aktuelle Verteidigungsminister war wahrscheinlich der Einzige, der seinen Amtsvorgänger der Peace nicht heftig kritisiert hat und da sagen musste, man muss jetzt hier mal aufräumen und wieder verordnen. Sorgen. Ich glaube, das ist eine Sache. Und das zeugt, denke ich, davon, dass für Polen diese Sicherheit vor Russland und die damit verbundenen verteidigungspolitischen Anstrengungen eine Conditio sine qua non sind, während sie für Deutschland eine Option sind. Und ich glaube, daran lässt sich viel erklären. Also für Polen ist es existenziell wichtig, Sicherheit vor Russland zu garantieren und im Zweifelsfall auch in der Lage zu sein, sich, wenn es hart auf hart kommt, zunächst erstmal alleine verteidigen zu können, während es für Deutschland eben eine Option ist, weil man keine direkte Grenze zu Russland, zu Belarus und jetzt aktuell auch zur mit Russland im Krieg stehenden Ukraine hat. Man ist geografisch ein bisschen weiter weg. Und weil man aber natürlich auch einen ganz anderen sicherheitspolitische Erfahrungen hat und natürlich auch eine andere innenpolitische Situation. Also während es in Polen politisch und gesellschaftlich dort eigentlich einen übergreifenden Konsens gibt, haben wir in Deutschland doch jetzt zunehmend eine Situation, wo wir ja, so eine, ich würde fast sagen, in einigen Bereichen so eine 50-50-Tendenz haben. Also es gibt die Friedensbewegten, die in den letzten Monaten wieder sich verstärkt Gehör verschafft haben. Und ja, es gibt in Deutschland einfach auch gesellschaftlich verankert, wahrscheinlich auch historisch bedingt, einen gewissen Unwillen, sich also finanzielle Mittel in die Verteidigungspolitik zu investieren. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, so wie es Verteidigungsminister Pistorius gesagt hat, Deutschland und die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen, da sind wir alle zusammengezuckt. So, jetzt habe ich doch länger gesprochen als geplant. Jetzt darfst du mal ans Mikrofon, Peter.
Ja, danke. Nur ganz kurz. Ich bin ja Historiker und schaue immer auch zurück und aus der Vergangenheit dann nach vorne. Deswegen nur ganz kurz. Wir haben in Europa letztlich nur noch ein Imperium oder so ein Schrumpfimperium oder eine Nation, die ihre imperialen Narrative pflegt. Und das ist Russland. Und wenn man sich anschaut, worauf sich Russlands Größe im 19. Jahrhundert gestützt hat, so waren es insbesondere auch die Teilungen Polens. Die beiden anderen Teilungsmächte seiner Zeit, Preußen und Österreich-Ungarn existieren nicht mehr. Und aus der deutschen Sicht ist so eine imperiale Tradition etwas, wo man sich aber völlig verabschiedet hat. Das spielt überhaupt keine oder so gut keine Rolle mehr. Die Zahl der Bismarck-Freunde in Deutschland ist nicht besonders groß und wahrscheinlich wissen die meisten auch gar nicht mehr, worum es sich da so genau gehandelt hat. In Deutschland setzt dieses emotional unterfütterte historische Erinnern mit dem Zweiten Weltkrieg ein. Das ist Dreh- und Angelpunkt des deutschen Erinnerns. In Polen und in Russland ist das völlig anders. Da reicht das einfach sehr viel stärker zurück in die Teilungszeit und weiter zurück. Und deswegen hat Polen dieses historische Sensarium, um auch auf aktuelle imperiale Bedrohungen reagieren zu können. Fakt ist aber, es gibt in Europa keine andere Macht, die sich Russland entgegensetzen kann, weil kein Land so groß ist. Und für sich alleine so stark ist, um Russland gegenüber ein Gleichgewicht bilden zu können. Und hier kommen wir zu der wichtigen Frage, wie können sich die Staaten des Westens, der Europas, der NATO so zusammenschließen, um Russland auch mit einer mehr oder weniger geeinten Stimme entgegentreten zu können. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer europäischen Sicherheitsdiskussion in der Gegenwart. Justina. Danke. Also das stimmt alles, was ihr gesagt habt. Ich habe zwei Punkte. In Bezug auf dieses existenzielle Bedrohung und optionale, ne, das, was Bastian gesagt hat. Das stimmt. Allerdings, wir sind jetzt im Rahmen der NATO sicherheitspolitisch verbunden. Wir sind Verbündete, wir sind Staaten, die in deren Interesse die Existenz dieser internationalen Ordnung, dieser europäischen Ordnung, die auf bestimmten Regeln basiert, Souveränität der Staaten, territoriale Integrität der Staaten, freie Wahl der Bündnisse, das ist sowohl für Polen als auch für Deutschland wichtig. Weil ja, Polen so in Europa ist viel kleiner und dann die Deutschland ist in dieser Hinsicht dann wird von Russland als Ordnungsmacht hier betrachtet. Aber global Deutschland ist keine regionale Macht und wird nicht als regionale Macht verstanden. Und nur also die Basis, existierende internationale Ordnung, auch für Deutschland, würde ich sagen, existenziell wichtig ist. Was uns allerdings in Bezug auf Russland unterscheidet, ist auch das, was du angedeutet hast, Bastian. Man hat lange in Deutschland nicht geglaubt, dass Russland einen Krieg in Europa starten kann, dass Russland eine Gefahr ist. Jetzt nach Februar 2022 hat man es verstanden. Nur ich sehe, dass wir schon wieder zurück zur Vergangenheit kommen. Jetzt glaubt man in Deutschland, dass Russland nicht bereit wäre, einen NATO-Staat anzugreifen. Dass das irgendwie außer Frage kommt, dass Russland ist in der Ukraine da so engagiert, dass militärisch, politisch, wirtschaftlich für Russland, für Moskau es nicht möglich wäre, NATO anzugreifen. Und ich glaube, aus polnischer Perspektive sagen wir, es kann eine Option sein für Russland. In bestimmten politischen Verhältnissen, während einer instabilen Zeit im Westen, wenn der Krieg eingefroren wird, wenn Russland dann eigentlich das erreicht hat, was es erreichen möchte,
Ukraine zu teilen, zu schwächen, NATO-Beitritt unmöglich zu machen. Dann kann Russland seine Kapazitäten in der Rüstungsindustrie ausbauen, seine Armee erneuern und dann vielleicht in gewisser Zeit auch NATO-Staaten angreifen. Und ich glaube, aus deutscher Perspektive scheint sowas ziemlich unmöglich oder unvorstellbar zu sein. Und das unterscheidet uns. Wir stellen uns auf solche Szenarien in Polen vor. In Deutschland im Allgemeinen, diese Szenarien scheinen unvorstellbar. Und deswegen, man bereitet sich für Szenarien, wo Polen sich verteidigen müsste in der Zukunft. Und in Deutschland bereitet man sich für mit diesen 2% dafür eine gewisse Abschreckungsniveau zu maintain, also zu haben Halten. im Rahmen, Entschuldigung? Zu erhalten, hatte ich nur gesagt, Zu meinst du? erhalten, ja, genau, das war das Wort. Zu erhalten, aber man findet es, wenn nicht möglich, dass Russland tatsächlich die NATO angreifen kann. Und hier sehe ich den Unterschied. Diese Bedrohungsperspektiven sind immer noch anders. Hat Konsequenzen auch im Rahmen der NATO, auch in der Diskussion über die 2%-Frage in Deutschland, in Polen, in der Bündnis. Deswegen werden wir auch weiter darüber diskutieren müssen, wie reell sind solche Bedrohungsszenarien, wie reell ist es und in welchen Szenarien Russland kann auch eine Gefahr für uns sein. Das sind ganz wichtige Punkte und das leitet uns auch gleich zum nächsten Unterpunkt eigentlich gut über, nämlich den Unterschieden zwischen Rhetorik und Handeln, wie wir das im Vorfeld mal genannt haben. Ich glaube, man muss hier doch zwei Dinge unterscheiden. Also wenn wir jetzt uns mal diese deutsche Binnenperspektive nehmen und die mal in der Zeit betrachten, dann hat es tatsächlich natürlich eine sicherheits- und verteidigungspolitische Zeitenwende in Deutschland tatsächlich gegeben. Wir müssen bei aller durchaus auch berechtigten Kritik daran, dass vieles in Deutschland in Debatten untergeht, dass über defensiv, offensiv, letale, nicht letale, schwere, leichte Waffen, wie auch immer diskutiert worden sind, was man in anderen europäischen Staaten mit absoluter Verwunderung verfolgt hat. Man muss doch sagen, dass natürlich dass es in puncto Militärhilfe zum Beispiel für die Ukraine von 5.000 Helmen, was damals von der damaligen Verteidigungsministerin Lambrecht geäußert worden ist, zur aktuellen Unterstützung der Ukraine natürlich ein Quantensprung ist. Wir müssen natürlich sehen, dass es dem Zustand der Bundeswehr zu der Debatte, ob wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen müssen, in Deutschland natürlich auch ein Quantensprung ist. Das heißt, ich denke, in weiten Kreisen Deutschlands und ist in der deutschen sicherheits- und verteidigungspolitischen Debatte werden diese Themen ganz anders diskutiert, als es noch vor 2,5 Jahren der Fall ist. Und dazu steht, glaube ich, gar nicht im Widerspruch, dass es auch jetzt verstärkt wieder friedensbewegte Stimmen in Deutschland gibt, denn ich glaube, die fühlen sich natürlich einfach durch so viel Debatten über das über Militär, Sicherheits- und Verteidigungspolitik natürlich herausgefordert. Also ich denke, das ist nur natürlich, dass sich diese Debatte in Deutschland so entspinnt. Wir haben auch heute in Deutschland, glaube ich, mit Boris Pistorius einen anderen Verteidigungsminister, als es seine Vorgängerinnen waren und auch seine Vorgänger. Er hat, glaube ich, die Sache schon relativ gut erkannt und macht im Rahmen seines finanziellen Möglichen auch das, was er kann. Er ist natürlich als SPD-Mitglied auch Mitglied einer Partei, in der natürlich auch viele der Friedensbewegten immer noch ihre politische Heimat haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Deutschland im Hinblick darauf, was von diesem Land erwartet wird, international, in Europa,
auch im Hinblick darauf, was von ihm zu erwarten wäre, aufgrund seiner wirtschaftlichen Potenz, dort natürlich noch viel Luft nach oben bleibt. Also wir kennen alle die Statistiken, wie groß die Hilfe denn im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt ist. Dort leisten andere Staaten natürlich einiges mehr. Und ich denke, das ist ein bisschen so ein Problem in Deutschland, dass man sich vielleicht auch in dieser neuen Rolle nur sehr schwer wiederfindet. Also ich habe gerade vorher noch, Peter, als du über die Historie gesprochen hast, habe ich mir gedacht, naja, irgendwie gibt es ja so eine seltsame Parallelität. Wir haben auf der einen Seite vielleicht diese, ich weiß nicht, vielleicht nennen wir so diese postimperialen Nachwehen, also dass man sich in Deutschland nicht mehr vorstellen kann, Imperium wie zu Bismarcks Zeiten zu sein, aber dass man trotzdem manchmal natürlich noch ein bisschen so diesen Blick gerade auf die Nachbarländer pflegt, wie dies zu Bismarcks Zeiten der Fall war. Also dass man so unterscheidet, wen muss man denn ernst und wie ernst nehmen, mit wem muss man im Zweifelsfall sprechen. Und da war es eben lange Zeit natürlich so, dass man gedacht hat, ah, wichtig sind vor allem natürlich die Leute im Kreml, in Moskau und was dazwischen liegt, zum Beispiel Polen, das stört hier vor allem. Und gleichzeitig ist das in so einer seltsamen Kombination mit, es wurde mal so genannt, dass Deutschland gerne so eine große Schweiz in der Mitte von Europa wäre, das sich so mit Wirtschaft und Finanzpolitik beschäftigt, aber am liebsten neutral wäre und sich gar nicht so sehr in die ganzen Konflikte, die so an den Rändern Europas oder der Europäischen Union auftauchen, damit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, hier ist vielleicht auch so ein bisschen das nochmal anders skizziert, was sich eben auch in der deutschen Gesellschaft ausdrückt. Also dass es schon viele, denke ich, gibt, auch gerade natürlich auch in der Politik, die schon sehen, dass sich was ändern muss in Deutschland und auch viele Veränderungen angestoßen haben, aber dass es doch irgendwie diesen Impuls immer noch gibt, Deutschland müsse sich raushalten, zurückhalten und dürfte auf gar keinen Fall irgendwie in kriegerische Handlungen verwickelt werden. Also das Thema, das Wort Krieg alleine in Deutschland ist was man weit von sich hält und mit dem man am liebsten gar nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Ja, ich sehe, dass in der deutschen Debatte gibt es sehr viele Farben, wie man über die Sicherheitspolitik und Verteidigung denken kann. Ich sehe, dass es hat sich viel verändert in Deutschland, aber aus polnischer Perspektive die Dinge verändern sich zu langsam und nicht vollständig. Und was ich beurteilen kann, also das stimmt, was du gesagt hast. Also all diese unterschiedliche Arten und Weisen, wie man über die Sicherheitspolitik denken kann, gibt es in der deutschen Debatte. Aber was mich interessiert, als Experten, die sich mit deutscher Sicherheitspolitik beschäftigt, wie die deutsche Regierung die sicherheitspolitische Lage beurteilt und was sind die Ziele der deutschen Regierung und wie die Bundesregierung handelt. Was ich sehe, also dass wenn es um die Verteidigung und Abschreckung geht, das habe ich zusammengefasst. Also man sieht Russland nicht man sieht Russland als Gefahr, als Bedrohung, aber nicht zu diesem Maße wie in Polen. Und in Bezug auf die Ukraine sehe ich einen fundamentalen Unterschied. Und das spiegelt sich in der Rhetorik der Bundesregierung wieder. Vor allem des Bundeskanzlers. Minister Pistorius ist eine andere Geschichte, würde ich sagen. Er versteht die Welt und die Veränderungen in Europa, in Russland ziemlich so wie die in Polen verstanden werden. Das sieht man, wie er über die Sicherheitspolitik, über Russland, über die sicherheitspolitische Lage in Europa spricht. Man sieht, dass er die Reformen, die Modernisierung der Bundeswehr vorantreibt, aber dass diese Einschränkung Haushaltslage da ist, was mir zeigt, dass insgesamt in der Bundesregierung wird die sicherheitspolitische Lage nicht so ernst gesehen, als der Verteidigungsminister sieht. Aber in Bezug auf die Ukraine, also diese Narrative, dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf und die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf,
Das zeigt, dass man in Deutschland diese Bundesregierung mit diesem Bundeskanzler nicht auf die strategische Niederlage Russlands setzt. Und das ist ein entscheidender Unterschied zwischen Berlin und Warschau. In Warschau denkt man, dass der Westen mit der Ukraine müssen eine strategische Niederlage Russlands herbeiführen. Und in Berlin fürchtet man die Konsequenzen solcher Niederlage. Eine atomare Eskalation oder einen Zerfall Russlands. Und deswegen ist man, wie ich es lese, wäre man bereit, so einen verhandelten Frieden mit Russland zu akzeptieren. Und man denkt, dass damit könnte die sicherheitspolitische Lage in Europa beruhigt sein. In Polen denkt man, ist man der Meinung, dass nur eine sicher strategische Niederlage Russlands, die dazu führt, dass Regime Putins zerfällt, dass nur das erlaubt, den Frieden in Osteuropa zu schaffen und die Gefahr seitens Russland zur Seite zu liquidieren, oder? Und ich glaube, strategisch sind wir nicht so ganz verbündet oder alliiert, immer noch. Es gibt eine Wende im deutschen Denken über die Sicherheitspolitik, aber die geht nicht so weit, wie wir uns das in Warschau wünschen. Ja, es ist natürlich für Deutschland ein weiterer Weg zurückzulegen von den Gewissheiten, die man vor einigen Jahren hatte, bis zu dem, was wünschenswert wäre. Deutsche Politik hat es dabei auch sehr viel schwerer als polnische Politik. Wie du gesagt hast, Justyna, polnische Politik kann auf einem weitgehenden Konsens der Gesellschaft aufbauen. Deutsche Politik muss berücksichtigen, dass es in der deutschen Gesellschaft sehr unterschiedliche Strömungen gibt. Ich bin sicher, dass Bundeskanzler Scholz genau weiß, was Putin vorhat und eigentlich Boris Pistorius unterstützen würde. Aber als maßgeblich Verantwortlicher auch für seine eigene Partei und für deren politische Zukunft zögert er, die Dinge klar zu machen, sondern versucht irgendwie immer wieder, vielleicht etwas auszusitzen oder keine klaren Entscheidungen zu fällen. Er hat Angst, dass die SPD von ihren 15% wirklich auf 10 runterfällt, weil einfach die Zahl derjenigen auch in der Anhängerschaft seiner eigenen Partei, die nach wie vor zu den Friedensbewegten gehören und zu den latenten Russland-Freunden, zu groß ist. Und das hemmt deutsche Politik. Deutsche Politik müsste eigentlich noch sehr viel stärker auf solche Menschen wie Pistorius setzen, die keine Scheu haben, auch einmal Klartext zu reden. Denn nur mit Menschen, die Mut haben und Klartext reden, kann man auch gesellschaftliche Meinungen verändern. Es braucht diese klare Ansprache und dazu braucht es auch Menschen, die bereit sind, das zu tun. Irgendwie ist die deutsche Politik in dieser schwierigen Koalition ein wenig so in sich selbst gefangen. Man kann diese innenpolitischen Mechanismen schwer durchbrechen. Da bräuchte es wahrscheinlich noch größere Krisen, bis endlich auch ein Kanzler Scholz Klartext zu reden beginnt. Wir werden sehen, ob das jetzt irgendwie in den letzten Monaten dieser Koalition vielleicht ein bisschen anders läuft, wenn der Bundeshaushalt beschlossen ist und wenn wir auf die nächsten Wahlen zusteuern. Aber ich befürchte, dass wir weiter irgendwie hin und her schlingern und lavieren. Und da ist es gut, dass es Polen gibt, die letztlich von einer gesellschaftlichen Zustimmung getragen, auch ganz andere Botschaften nach Europa und in die Welt senden können. Also das letzte Wort dazu. Also wir insgesamt, glaube ich, sieht man die Veränderungen in Deutschland, aber immer noch gibt es diese Verunsicherung darüber, wie letztlich Deutschland in einer ernsten Lage reagieren kann. Weil es gibt diese geteilte Gesellschaft und geteilte politische Eliten in Deutschland. Und deswegen diese Verunsicherung, wie Deutschland reagieren kann in Szenarien
wenn die Vereinigten Staaten nicht mehr so präsent in Europa sind. Also das gibt in Polen. Wird es geben, wenn es keine klare Leadership in Deutschland gibt, wie Pistorius es macht, aber das ist halt zu wenig, also dass das Verteidigungsminister das macht, das ist zu wenig, um insgesamt die deutsche Debatte zu ändern, um die deutsche Gesellschaft davon zu überzeugen, dass wir in einer anderen Welt leben. Wir sind jetzt, glaube ich, schon sehr gut beim nächsten Punkt, den wir noch kurz besprechen können, der gesellschaftliche Hintergrund. Wir haben jetzt ja schon über die Stimmungen in der Bevölkerung gesprochen. Ich frage mich auch immer, inwieweit in Deutschland und Polen überhaupt auf einen möglichen Bündnisfall vorbereitet werden. Also wir wissen, es gibt in Deutschland eigentlich kaum noch nutzbare Bunker, in denen man Zuflucht suchen könnte. In Berlin wurden, glaube ich, alle jegliche Sirenen schon lange abgebaut. Also es gäbe noch nicht mal die Möglichkeit, einen Luftalarm auszulösen aktuell. Dass das Ganze in Deutschland über Handy was funktionieren soll, um die Bevölkerung zu warnen. Da kann man auch bei den Pannen, die es bei Testalarmen gab, nur besorgt sein. Also wahrscheinlich erklärt sich auch dadurch ein bisschen so, also so schlecht wie Deutschland auf so einen Fall in dem Bereich vorbereitet wäre, möchte man wahrscheinlich sich auch öffentlich in der Politik gar nicht damit befassen. Ich sehe das auch immer so ein bisschen vor dem Hintergrund. Ich bin öfter in Finnland unterwegs. Dort weiß man, dass ganz viele Bunker oder als Bunker nutzbare Anlagen und Gebäude bestehen. Man hat ein ganz anderes sicherheitspolitisches Verständnis. Justyna, wie würdest du denn sagen, wie ist denn die polnische Gesellschaft auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet? Also in der polnischen Gesellschaft denkt man darüber nach, wie man in solchen Krisen, Kriegsszenarien, was man machen soll, wie man sich, wie man darauf reagieren soll. Also das ist präsent in den Diskussionen, in den Familien zum Beispiel. Wir hatten ich glaube, Anfang dieses Jahres eine ausgeprägte Diskussion in der Öffentlichkeit über mögliche Krisen- und Kriegsszenarien. Und das hat sich in den Diskussionen, Debatten in den Familien widerspiegelt. Und man hat tatsächlich diskutiert, was machen wir, wenn der Krieg kommt und wenn die Russen uns angreifen. Aber es gibt selbstverständlich die Diskussion auch, also in der polnischen Administration darüber Civil Preparedness, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist ein schwieriges Thema, denn auch in Polen wurde viel in diesem Bereich vernachlässigt, also nach dem Ende des Kalten Krieges. Man hat viele Strukturen, viele Prozesse irgendwie aufgegeben und jetzt muss man das neu aufbauen. Und wir haben eine Diskussion darüber in Polen. Wir haben einen Gesetzentwurf, das voraussichtlich in diesem Jahr im Parlament abgestimmt wird. Es ist etwas, man macht gewisse Fortschritte, aber tatsächlich, Polen zählt zu den Ländern, die in diesem Bereich immer noch sehr viel machen müssen. Also es gibt ein Verständnis in der Gesellschaft, dass wir Krisen- und Kriegsszenarien nicht ausschließen können. Aber wenn es um Preparedness geht, also wenn es darum geht, dass die Strukturen, Prozesse von dem Staat da für solche Ernstlagen vorbereitet werden, da muss noch viel passieren. Und das ist ein wichtiges Thema, das diese Regierung und der Verteidigungsminister jetzt aufgreifen wollen. Bitte. Ja, nur ganz kurz, weil Bastian, du vorhin gesagt hast, in Berlin gibt es keine Sirenen mehr. Wir hatten hier gestern in Darmstadt Sirenenprobealarm.
Und ich wüsste auch, welche Parkhäuser in den 60er, 70er Jahren in Darmstadt so gebaut sind, dass sie mal als Bunker hätten dienen können. Insofern, also gewisse Strukturen einer Vorsorge und Vorbereitung für künftige mögliche unangenehme Situationen gibt es, aber klar, es müsste wahnsinnig viel investiert werden. Die Gesellschaft müsste darauf vorbereitet werden. Und dazu bräuchte es ganz andere Bedrohungsszenarien, um hier auch die Bereitschaft in Deutschland zu stärken, darin zu investieren. Und ja, dazu bräuchte es natürlich ganz viel, nicht nur viel Geld, es bräuchte auch Flächen, um Verteidigungsmöglichkeiten und Schutzmöglichkeiten vorzusehen. Und es bräuchte die finanziellen Möglichkeiten und politischen Beschlüsse. Das ist hochkomplex. Und auch dafür brauchen wir Polen, um uns darauf hinzuweisen, wenn es brenzlig wird. Und Finnland. Wir sind in unserer Zeit schon relativ weit fortgeschritten, haben aber doch noch zwei Punkte, auf die wir vielleicht doch noch kurz eingehen sollten. Das eine ist gemeinsame Sache bei der Sicherheit. In welchen Bereichen gibt es eigentlich, Justina, deutsch-polnische Zusammenarbeit, über die es sich lohnt zu sprechen? Und in welchen Bereichen wäre überhaupt mehr Zusammenarbeit sinnvoll und möglich? Also ein Bereich, wo die deutsch-polnische Kooperation sichtbar wird, ist Krisenmanagement-Operationen und Fähigkeiten im Rahmen der EU. Man hat vereinbart, schon im Rahmen des Weimarer Dreieckstreffen, dass Deutschland und Polen zusammen mit Frankreich gemeinsame Übungen machen und gemeinsam Fähigkeiten für sogenannte Rapid Deployment Capacity im Rahmen der EU stellen, dass die EU in diesem Jahr und im nächsten Jahr, dass die EU dazu fähigen sollte, alleine in der ersten Phase von einer Krise in der Nachbarschaft zu reagieren. Also das hat nichts mit kollektiver Verteidigung zu tun. Das sind Crisis Management Operationen, also Krisenmanagement auf Deutsch. Und hier hat man sich verständigt zwischen Deutschland, Polen und Frankreich, dass man hier mehr zusammenarbeitet. Was ich allerdings als wichtigster Feld für deutsch-polnische Zusammenarbeit sehe, ist die kollektive Verteidigung im Rahmen der NATO. Also im Rahmen der NATO haben wir eine Reform in Bezug auf Strukturen, Prozesse in der kollektiven Verteidigung. Wir haben erneut regionale Verteidigungspläne. Und hier Deutschland und Polen sind in dem Verteidigungsplan Zentrum zusammen mit den baltischen Staaten. Und wir werden verstärkt zusammenarbeiten müssen in Bezug auf die Kooperation der Streitkräfte, militärische Mobilität, Zusammenarbeit in Bezug auf die Verteidigung von baltischen Staaten, insbesondere Litauen, wo aus polnischer Seite wir klare Verantwortung haben, wo Deutschland in Litauen mit der Brigade präsent sein wird. Also wo Deutschland ein logistisches Hub für das ganze NATO und für die Amerikaner ist und wo aus diesem logistischen Hub Kräfte, Equipment durch Polen, nach Baltikum oder auch nach Rumänien, Bulgarien verlagert werden. Und wenn man also diese Aufgabe sieht, es ist klar, dass Deutschland und Polen in der Zukunft mehr zusammenarbeiten müssen, in Form von Anpassung der Strukturen, Prozesse, Übungen und viel mehr. Und in diesem Bereich regionale Verteidigungspläne, kollektive Verteidigung, und das steht auch in der Agenda, dass die Zusammenarbeit zwischen der polnischen und deutschen Marine im Ostseeraum wird zustande kommen. Sowohl Polen als auch Deutschland und Schweden sollten rotierende Kommandostrukturen für die Ostsee stellen.
Und deswegen auch in diesem maritimen Bereich wird Kooperation geben. Und ich normalerweise, wenn ich über diese Themen deutsch-polnische Zusammenarbeit spreche, ich finde, dass die nukleare Abschreckung ein wichtiges Projekt für deutsch-polnische Zusammenarbeit sein kann. Wir in Polen sind sind darüber klar, dass die NATO will und die USA werden keine amerikanische Atombomben in Polen lagern. Dafür gibt es keinen Konsens. Aber Polen wird die F-35 bestellen und bald bekommen. Die Flugzeuge, die amerikanische Atombomben auch tragen können. Diese Flugzeuge wird auch Deutschland kaufen und wird die bekommen. Und hier kann deutsch-polnische und amerikanische Zusammenarbeit zustande kommen. Das heißt, die polnischen F-35 könnten zertifiziert werden, um die amerikanische Atombomben zu tragen und in Kooperation mit Deutschland zum Beispiel die Luftstützpunkt in Büchel dafür nutzen für Übungen und mögliche nukleare Missionen. Und das ist ein Projekt, das zurzeit, glaube ich, als unmöglich in Deutschland gehalten wird. Aber ich sehe, dass die nukleare Abschreckung, das ist ein sehr wichtiges Thema für die NATO. Und wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie wir die nukleare Abschreckung auch stärken. Jetzt haben wir im Rahmen der NATO das nicht gemacht. Ein heikles, kontroverses Thema. Aber ich sehe, wir werden das in Zukunft machen müssen. Aus unterschiedlichen Gründen. Weil Russland sein Potenzial hier stärkt, China auch sein Potenzial aufbaut. Und die Amerikaner auch gestreckt sind. Und deswegen eine polnische Partizipation nicht ganz, aber halb mit F-35 sinnvoll sein könnte und eine Kooperation mit Deutschland hier wirklich ein Potenzial hat, dass die polnische Meinung und die polnische Öffentlichkeit dafür überzeugen kann, dass wir Polen und Deutschland zusammen in wichtigen Themen kooperieren können. Da hast du uns auf jeden Fall einen guten Überblick gegeben und auch, glaube ich, nochmal ein bisschen Fleisch an die Ankündigungen, die bei der Pressekonferenz nach den Regierungskonsultationen in Bezug auf sicherheitspolitische Zusammenarbeit gemacht worden sind, an die Hand gegeben. Wir sind in unserer Zeit schon sehr fortgeschritten. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiter über dieses wichtige Thema sprechen. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass wir in Deutschland uns auch Stimmen wie deine, Justyna, aus Polen in sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereichen mit in die Debatte reinholen. Du publizierst auch viel zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir werden auf jeden Fall deine Profilseite auch in den Shownotes verlinken. Da lohnt sich's immer reinzugucken, um nochmal auch den Blick auf deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik von außen, in dem Fall von Polen, zu bekommen. Jetzt haben wir viel über Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesprochen. Wir kommen noch zu unserer letzten Rubrik, die wir immer in unserem Podcast haben. Das sind die sogenannten polnischen Fundstücke. Jeder von uns hat was gefunden und mitgebracht. Und unser Gast Justyna Gutkowska macht mal den Anfang. Was hast du mitgebracht, Justyna? Ich habe ein Buch mitgebracht, das eher über die Geschichtspolitik oder für die deutsch-polnische Beziehungen hinsichtlich auch die Geschichtspolitik wichtig ist. Das ist ein Buch Traumaland. Entschuldigung, ja, Traumaland auf Polnisch. Auf Deutsch wäre das wahrscheinlich Traum La Land der das viel Leid erlitten hat, mit viel Trauma. Also das Buch erzählt darüber, wie die schwierige Geschichte der Zweite Weltkrieg, kommunistische Herrschaft, was für einen Einfluss das hat auf die polnische Gesellschaft, die sich in der Gegenwart widerspiegelt.
Und ich finde es wichtig, auch für Deutsche, um zu verstehen, warum die Geschichte so wichtig für die Polen ist, warum die Geschichte so lebend ist und so diskutiert wird in Polen, warum der Zweite Weltkrieg immer noch in der Erinnerung ist, weil das hat Einfluss auf individuelle Leben, Familien in Polen und das spiegelt sich wieder in der hat einen Einfluss auf die Gegenwart. Und das, ich finde dieses Buch extrem wichtig. Das liegt momentan nur auf Polnisch vor, soweit ich weiß, oder? Es ist nicht Ich übersetzt weiß es worden. nicht. Also ich habe es auf Polnisch. Ja, also mir ist es jetzt auch schon öfter untergekommen. Michał Bielewicz, der Autor, ist ja ein bekannter Forscher zu, ich glaube, ein Zentrum, wird man übersetzen, das Zentrum für Vorurteilsstudien, wo er sich ja sehr viel mit diesen Fragen beschäftigt. Also ein ausgewiesener Experte und auch ein wichtiger Intellektueller an der Debatte. Wahrscheinlich würde der Titel dieses Buches sogar im Deutschen noch besser funktionieren, weil er ja letztendlich so nicht nur das Traumaland, also das Land der verschiedenen Traumata, anspricht, sondern ja auch diese Verbindung zum Traumland, also eigentlich so Genau, das Land of genau, Dreams, genau. eigentlich Traumland. auch noch, genau, eigentlich dieses, diese beiden Punkte berührt. Also jeder, der sich dazu berufen fühlt, dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen und herauszubringen, dem sei auf jeden Fall dazu geraten. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber das ist jetzt schon der zweite oder dritte Hinweis auf dieses Buch. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr daran vorbeikommen. Peter, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, also Traumaland, das Buch, wollen wir mal schauen. Vielleicht wäre das ja auch was fürs Deutsche Polen-Institut in einer unserer Reihen. Ich möchte mich mit einem Traumland kurz beschäftigen oder Ihnen ein Traumland präsentieren und ins 19. Jahrhundert zurückkehren. Im 19. Jahrhundert lebten ganz viele Musiker. Einer davon war Henryk Wieniawski. Und Henryk Wieniawski ist eine Person, über die wir am DPI auch demnächst ein Buch herausgeben. Ich übersetze gerade eine kleine Biografie über Wieniawski. Ich übersetze sie deshalb, weil Wieniawski nach wie vor einer jener Polen ist, die sehr vielen Deutschen etwas sagen, weil alle, die Geige lernen, früher oder später über irgendwelche Etüden von Wieniawski stolpern. Und dabei ist es ein Mensch, der sehr viel auch mit seiner Biografie erklären kann. Es war ein wandernder Musiker, ein wandernder Komponist, der in einer Zeit, als das Reisen noch nicht ganz so verbreitet war, viel reiste und seine polnische Identität und seine polnischen Geschichten innerhalb Europa vorstellte und präsentierte. Er hat in Frankreich und in Deutschland konzertiert und gelebt. Er hat lange Jahre in St. Petersburg zugebracht und war einfach jemand, der diese verschiedenen Teile Europas zusammenband und in einer Zeit Europa vordachte. Er und viele andere Musiker, in der Europa selbst irgendwie erst einmal sich zurechtfinden musste. Wenn wir heute über Europa nachdenken, sollten wir immer wieder auch zurückdenken an all diese Vorreiter europäischer Biografien und transnationaler Beziehungen, die wir schon im 19. Jahrhundert gehabt haben. Und irgendwie stellte sich damals die europäische Zukunft vielleicht sogar sehr viel positiver dar, als wir sie in der Gegenwart sehen, nämlich als eine Zukunft, in der wir in Frieden und miteinander gedeihlich zusammenleben würden und in der wir uns nicht gegenseitig die Köpfe wieder einschlagen. Ja, vielen Dank. Ich habe auch was mitgebracht. Es handelt sich auch um ein Buch. Es handelt sich auch um ein Sachbuch. Es handelt sich um ein Buch des polnischen Journalisten Robert Krasowski. Klucz do Kaczyńskiego ist der Titel, der meiner Meinung nach ein wenig irreführend ist, denn übersetzt der Schlüssel zu Kaczynski, gemeint ist natürlich Jarosław Kaczynski, der Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS. Aber es handelt sich eigentlich, also es handelt sich schon mal nicht um eine politische Biografie von Kaczynski, sondern eigentlich um ein Bild der politischen Intelligenzia der Dritten Republik, in der Kaczynski natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Aber Krasowskis Hauptthese ist eigentlich, dass diese Dritte Republik im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ganz fundamental von den polnischen Intellektuellen und deren Debatten und Befindlichkeiten geprägt ist und
In diesem Zusammenhang spricht er auch viel über Kaczynski, aber er spricht auch viel über Tusk und er spricht auch viel über Adam Michnik, den Herausgeber der Gazeta Wyborcza, und beschreibt, finde ich, sehr anschaulich, wie in dieser Dritten Republik politische Debatten geführt werden, wie Regierungen aufgebaut und zu Fall gebracht werden und wie letztendlich diese polnische Intellektuelle diesen ganzen politischen Diskurs begleiten und auch bewerten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Einwurf. Das ist gerade für, glaube ich, für deutsche Beobachter Polens, die ja aus ihrer deutschen Sicht jetzt nicht so eine hohe, wo wir in Deutschland eben nicht so einen hohen Einfluss von Intellektuellen auf die Politik haben, ein sehr interessanter Beitrag zu der ganzen politischen Debatte. So, jetzt sind wir aber auch tatsächlich am Ende der 12. Folge von Alles über Polen, dem Podcast zur polnischen Politik, Gesellschaft und Kultur. Wir haben heute vor allem über Sicherheitspolitik in den deutsch-polnischen Beziehungen gesprochen. Es war uns eine wahre Freude, dass du, Justyna, bei uns warst. Wir werden uns hoffentlich noch öfter sprechen und uns ganz bestimmt in ganz vielen anderen Zusammenhängen noch miteinander ins Gespräch setzen. Justyna Gutkowska nochmal als Empfehlung für alle, die sich für Sicherheits- und Verteidigungspolitik interessieren, eine ausgezeichnete Kennerin, was dieses Thema angeht, mit einem guten Blick auf das, was in Polen vor sich geht und mit einem guten und kritischen Blick auf das, was in Deutschland vor sich geht oder noch auf sich warten lässt. Mein Name ist Bastian Senthardt vom Deutschen Polen-Institut. Ich habe mich heute gefreut zu diskutieren, wie immer auch mit Peter Oliver Löw aus Darmstadt, Direktor des Deutschen Polen-Instituts. Und wir sagen wie immer do usłyszenia und bis zum nächsten Mal. Danke und bis zum nächsten Mal.